Hallo Menschen, willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video soll es um die Frage gehen, ob man den Jakobsweg alleine machen sollte oder nicht. Der Grund für dieses Video ist eben, dass das mit einer der häufigsten Fragen war, die Menschen mir gestellt haben, wenn sie erfahren haben, dass ich den Jakobsweg gegangen bin. Und zwar die Frage, bist du den etwa alleine gegangen? Dazu kommt, dass ich diese Frage schon öfter in Pilgerforen gelesen habe. Ich würde gerne ein für alle Mal mit dieser Frage aufräumen. Ich glaube nämlich auch unter anderem, dass da mehr die Ängste von Verwandten hinterstecken, als die von den Menschen, die wirklich den Jakobsweg gehen wollen. Und weil ich finde, dass das eben was ist, wodurch man sich nicht behindern lassen sollte, möchte ich heute in diesem Video diese Frage beantworten. Gleich zu Anfang, generell gilt, wenn ihr diesen Weg nicht im tiefsten Winter lauft, dann werdet ihr immer auf andere Pilger treffen. Und ich meine wirklich immer. Ich habe noch nie eine solche Atmosphäre der Begegnung und des offenen Kennenlernens erlebt wie auf dem Jakobsweg. Als Pilger geht man in der Regel viel, viel offener miteinander um und meist haben sich schon nach den ersten Tagen feste Wandergrüppchen gebildet und erste Freundschaften geformt. Da die meisten Menschen etwa das gleiche Tagespensum schaffen, so 25, 30, vielleicht 35 Kilometer, sieht man sich in der Regel immer wieder. Die Menschen, mit denen man startet, bestimmen dann in der Regel auch, wen man täglich sieht. Und das formt natürlich auch Bekanntschaften oder Freundschaften. Die Wahrscheinlichkeit, sich eben auf dem gesamten Weg immer wieder zu begegnen, wenn man in der gleichen Stadt am gleichen Tag angefangen hat, ist eben super hoch. Also, auch wenn ihr alleine gestartet seid, in der Regel seid ihr nicht alleine auf dem Jakobsweg. Und ihr könnt euch immer mit anderen Menschen zusammentun. Darauf könnt ihr euch wirklich verlassen. Ich habe natürlich auf dem Jakobsweg auch viele Menschen getroffen, die mit einem Freund oder Partner oder wem auch immer zusammen gestartet sind. Wenn ihr dieses Video zwischen dem 12.03. und dem 28.03. seht, dann bin ich auch gerade auf meinem ersten Jakobsweg, den ich zusammen mit jemand anderem angefangen habe. Und zwar gehe ich mit meinem Papa nochmal in den Primitivo. Wenn ihr zusammen mit jemand anderem anfangt, den ihr schon kennt, hat das natürlich den Vorteil, dass euch das ein Stück Sicherheit gibt. Ihr braucht euch zumindest über Gesellschaft keine Gedanken machen. Und außerdem ist der Jakobsweg natürlich auch eine einzigartige Möglichkeit, um euch näher zusammenzuschweißen. Das Gute ist auch, wenn ihr den Weg beendet habt und nach Hause zurückkehrt, habt ihr zu Hause jemanden, der das Gleiche erlebt hat, mit dem ihr zusammen die Erlebnisse teilen könnt, wenn vielleicht eure anderen Verwandten nicht verstehen, was wirklich auf dem Jakobsweg passiert ist, dann habt ihr diese eine Person zu Hause, die das eben nachvollziehen kann, die genau weiß, wie verändernd der Jakobsweg wirklich war. Zusammen mit jemand anderem zu starten, kann euch auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen bequem machen. Ihr müsst nicht unbedingt mit anderen Menschen reden, ihr habt schon euren festen Bezugspartner. Das kann euch ein bisschen einschränken, mit dem eben auf andere Leute zu gehen. Wenn ihr alleine startet, dann seid ihr so ein bisschen mehr gezwungen, andere Menschen kennenzulernen, wenn ihr denn kontaktfreudig seid. Letztendlich ist andere Menschen begegnen auf jeden Fall einer der intensivsten und interessantesten Aspekte des Caminos. Deswegen, auch wenn ihr zusammen startet, solltet ihr euch auf jeden Fall nicht vor der Begegnung mit anderen Menschen verschließen. Last but not least eine kleine Botschaft an die Frauen, die sich vielleicht unsicher sind, ob sie den Jakobsweg alleine gehen sollen oder die von ihren Verwandten auch vielleicht verunsichert werden. Generell gilt, der Jakobsweg ist nicht gefährlicher als euer normaler Alltag. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr von einem Auto überfahren werdet, ist so viel höher, als dass euch auf dem Jakobsweg was passiert. Ich möchte eure Sorgen damit natürlich nicht runterspielen. Ich möchte euch nur sagen, bitte lasst euch nicht von euren eigenen Sorgen oder von denen anderer Menschen zurückhalten. Fangt den Camino an und wenn ihr euch immer noch unsicher seid oder Angst habt, dass was passieren könnte, dann tut euch mit Menschen zusammen. Ihr werdet auf jeden Fall welchen begegnen. Auch wenn ihr alleine startet, ihr müsst nicht alleine laufen. Ich habe auf meinem Camino so viele Frauen erlebt, die den Weg alleine gegangen sind. Ihr schafft das und ihr seid nicht die Einzigen. Von den Pilgern, die nachher in Santiago ankommen, sind 50% Frauen. Also ihr seid nicht alleine, ihr seid nicht die Ersten und vielleicht kann das eure Verwandten so ein bisschen beruhigen und auch euch selbst. Abschließend kann ich euch sagen, dass ihr euch keine Sorgen machen braucht, wenn ihr den Jakobsweg gehen wollt und aus eurem Freundes- oder Familienkreis niemand mit euch mitkommen will. Ihr werdet auf jeden Fall Menschen begegnen, ihr werdet nicht ganz alleine sein und ihr werdet eine großartige Zeit haben mit großartigen Begegnungen und großartigen Menschen. Ich hoffe, dass dieses Video euch so ein bisschen die Sorgen nehmen konnte. Wenn ihr noch irgendwelche Bedenken habt, dann schreibt mir bitte. Ich würde mich freuen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne nächste Woche, schönen nächsten Monat.
und ein schönes Leben und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!